Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit, der September ist rum. Wir schauen uns an, was sich in meinem Depot getan hat im Monat September 2020. Seid dabei! Und wie eigentlich immer in der letzten Zeit möchte ich euch erstmal zeigen, was wir im September wieder neu hinzugefügt haben an Geldmitteln. Diesmal ein sehr schwacher Monat tatsächlich, 690,92 €. Hier war ich auch diesmal deutlich unter meinen Zielvorgaben für den Monat. War einfach ein relativ schwacher Monat. Hatte da andere Projekte im Sinn, immobilientechnisch, die sich leider nicht erfüllt haben. Somit ein bisschen mehr Zeit verbrannt im ersten Moment, aber trotzdem das Wissen, das man jetzt vielleicht wieder im Hinterkopf hat. Das ist ja trotzdem abgespeichert, also ganz verloren ist die Zeit natürlich nicht. Auch wenn es jetzt mal kurzfristig natürlich dadurch ein bisschen schlechter aussieht. Ja, dann schauen wir uns auch an, natürlich alle Buchungen, die denn da so reingekommen sind. Also wie haben wir diese Gelder hier investiert? Wir fangen an ganz unten, 25 € in einen klassischen Banksparplan. Wir haben entsprechend zweimal ein ETF mit 50 € jeweils bespart. Und zwar ist das der Spider S&P Pan Asia Dividend Aristocrats ETF sowie der Invesco FTSE Emerging High Dividend Low Volatility ETF. Ebenfalls ein ETF 110, der ComStage 100 € haben wir da investiert. Und wir haben in Einzelwerte investiert, wieder mal per Sparplan. 25 € waren es diesmal bei McDonald's, 50 € bei Diageo. Also Verdopplung der Sparrate, denn da ist der Kurs zwischenzeitlich relativ stark nach unten gegangen. Das habe ich dann entsprechend zur Aufstockung des Sparplans genutzt. Wir haben die Comcast Corp mit 25 € bzw. hier 26,49 €. Das ist dann wieder die Dividende aus dem Vormonat. Die wird wieder reinvestiert, bis da eine vernünftige Positionsgröße ist. Und dann kann man sowas zum Rebalancing vom Depot nutzen. Aktuell ist es einfach so, die Positionsgrößen müssen überhaupt mal relevant werden. Deswegen wird alles reinvestiert. Wir haben 25 € bei Honeywell investiert, 25 € bei United Health Group. Ebenso bei Apple, Novo Nordisk, Union Pacific, Unilever, Microsoft und auch eine Verdopplung gab es bei Cisco Systems, da waren es genau 52,33 €, auch da ist die Dividende mit eingeflossen. Und noch einmal 25 € bei American Tower. Dann haben wir noch, hier der Kauf hier von 82,91 €, das ist auch wieder die Reinvestierung der Dividende beim ETF 110. Dann haben wir noch 100 € in den Dirk Müller Premium Aktienfonds investiert, zu einem Kurs von 92,71 €. Kurs entwickelt sich gar nicht in die Richtung, die ich haben wollte. Jetzt haben wir wieder so eine leichte Erholung zum Ende September gesehen, aber ja, ist alles in allem unzufriedenstellend. Ich habe auch eine entsprechende Limit Order jetzt im Markt. Sollte da eine gewisse, gewisser Kurs erreicht werden, werden da auch die Stücke verkauft. Dann switche ich eventuell die Strategie und dann schauen wir mal, wie es denn da weitergeht. Denn da ist mit realer Rendite nicht wirklich was drin. Ja, Dividende haben wir bekommen. Ja, was haben wir noch gemacht? Wir haben was verkauft. Und zwar meine komplette Position von Sixt ist für 80,45 € über die Ladentheke gegangen. Ich würde fast schon behaupten, ja, natürlich ein Stück Glück, ganz klar. Aber eben auch dann in dem Moment Timing-Glück. 80,45 €, wir haben zwischenzeitlich, ich glaube nach dem Kauf, ein oder zwei Tage später, kam dann die Meldung über den Ticker, ja, Volkswagen ist interessiert an einer Beteiligung bei Sixt, also möchte bei Sixt einsteigen. Ich glaube, da waren 15% standen da am Raum. Ergo, kurzfristig ist die Aktie nochmal ein Stück weit nach oben gekommen, kam dann so über 83 €. Zwischenzeitlich sind wir dann aber auch wieder bei 70 € runtergefallen, denn auch die Zwischenmeldung kam, dass Sixt eventuell eine Kapitalerhöhung plant oder zumindest mal mit dem Gedanken spielt. Ergo, das wäre auch eine Verwässerung des Gewinns für die bestehenden Aktionäre, da eben dann mehr Aktien entsprechend vorhanden sind. Ergo werden die Gewinne dann entsprechend auf mehr Aktien verteilt. Ergo pro Aktienanteil weniger Gewinn. Ist also auch nicht unbedingt positiv, aber vielleicht auch jetzt ein Mittel, um sich da entsprechend nochmal zu finanzieren. Sixt trotz allem ein tolles Unternehmen, eine tolle Unternehmensführung, das möchte ich gar nicht bestreiten. Nur das sind ungefähr Werte, die haben wir letztes Jahr gesehen. 80 €,
da waren wir vielleicht auch zwischendurch bei 90 Euro. Aber da war die Welt noch in Ordnung, ja. Und während des Corona-Crashs sind wir da irgendwo bei 40 Euro und tiefer gestanden. Und jetzt will man mir ans Minch mal, der Kurs will uns da tatsächlich erzählen, es ist wieder alles beim Alten. Nein, so ist es ganz und gar nicht. Massive Umsatzrückgänge bei Six nach wie vor zu beklagen, auch wenn sie entsprechend gegengesteuert haben, indem sie ihre Flotte verkleinert haben und viele andere Dinge kostentechnisch versucht haben, entsprechend gegenzulenken, was auch absolut nachvollziehbar ist und gut ist. Aber die Aktie bei dem Wert von 80,45 habe ich nicht gesehen. Das ist mir die Aktie nicht wert. In meinen Augen ist es aktuell eine Überbewertung. Deshalb bin ich da rausgegangen, eben auch mit Blick darauf. Wir können ja mal gucken, Reisebranche, die sprechen eben auch erst von einer Normalität im Jahr 23, 24. Und auch Sixt als auch vor allen Dingen Anbieter von Vermietautos, die werden eben davon auch mitgezogen, eben auch, weil die USA zum Beispiel Wachstumstreiber war, mit ihren Stationen an den US-Flughäfen. Da war das große Wachstum für das Unternehmen noch da. Und ja, jetzt gibt es ja eigentlich fast keine Flüge mehr in die USA. Beziehungsweise, ich glaube, als Deutscher kommst du, glaube ich, immer noch nicht rein. Also da sieht es nach wie vor nicht so rosig aus. Ergo habe ich meine Dividenden in den letzten Jahren mitgenommen und entsprechend jetzt ja, plus minus null quasi verkauft. Also keinen Verlust gemacht in jedem Fall. Und ganz kleines Plus. Ja, also da eine größere Position verkauft. Hier sind 1930 Euro knapp wieder frei geworden. Natürlich auch wieder Gebühren. Naja, gut, okay. Aber im Gegenzug habe ich auch wieder gekauft. Trommelwirbel. Deutsche Euroshop habe ich nachgekauft. Ja, ist der lang den wahnsinnig. Nein, die Deutsche Euroshop habe ich ja bereits auch schon eine gewisse Zeit im Depot. War ursprünglich mit 33 Aktien, so um die 27, 28 Euro habe ich da damals Einstiegskurs gehabt und habe jetzt ja nochmal gut und günstig vor allen Dingen ja, nachgekauft, 9,43 Euro und das ist auch tatsächlich fast der absolute Tiefstand, den ich treffen konnte. War jetzt nicht aus Timing-Gesichtspunkten, nur wenn ich mir dann auch mal so die Zwischenmeldungen von der Deutschen Euroshop anschaue, was die Collection-Quote da, also diese wie viel Mieteinnahmen da überhaupt wieder eingesammelt werden können, was sind da schon wieder bei 80% oder ja, es war also verhältnismäßig hoch. Das sind zwar noch einige Mieter, die da auch tatsächlich immer noch in diesem in dieser Mietminderungsgeschichte sind, beziehungsweise Mietzahlungen ausfallen lassen haben und die wollen das jetzt aber peu à peu auch wieder aufholen und sind auch guten Mutes, dass sie ihr Geschäft entsprechend nochmal weiterführen können. Das sollte sich, wenn sich die Lage weiterhin so gestaltet, wie sie jetzt aktuell ist, auch positiv nach wie vor auf die Deutsche Euroshop auswirken. Diesen extrem starken Kursverlust, auch wenn die Monate März, April und auch vielleicht noch, ja gut, der Mai war schon wieder fast als Erholungsmonat zu deklarieren, wenn die natürlich auch richtig hart waren für die Deutsche Euroshop, ganz klar. Das kann man sich alles anschauen, entsprechend auf der Webseite Investor Relations. Ab Mai ging es danach aufwärts. Im August, das waren die letzten Zahlen, die ich jetzt gesehen habe, waren wir ja von der Kundenfrequenz und von den Umsatzgeschichten ungefähr bei 80% auf Vorjahresniveau. Das heißt, noch 20% fehlen uns. Jetzt würde ich auch mal noch gerade behaupten, im letzten Quartal, jetzt ab Oktober, da geht es ja doch nochmal in die Weihnachtsgeschichte. Dann wird es vielleicht doch nochmal tendenziell ein paar Leute mehr auch in die ganz normalen klassischen Shopping-Center ja, locken, auch wenn Online-Shopping jetzt natürlich nochmal einen Boost bekommen hat, jetzt im März, April, ganz klar. Und das wird sich auch weiterhin in die Richtung entwickeln. Shopping-Center werden nicht ja, die ganz große Wachstumsstory mehr sein, ganz klar. Aber diese ganz krasse Bewertung von 9,43, nee, also kann ich mir nicht vorstellen. Solide Finanzierungsstruktur bei der Deutschen Euroshop, also auch was Kredite zu entsprechendem Wert der Immobilie angeht. Ich hatte es nachgelesen, ich will jetzt keine total falschen Zahlen hier in den Raum werfen, schaut euch das Ganze mal an. Auch das sehr konservativ, kann ich also nicht sagen, dass die überschuldet sind und auch noch ja, Liquiditätsreserven sowie eben dann auch noch eine ungenutzte Kreditlinie von 150 Millionen waren das. Die haben sie auch nur in der Hinterhand, also da ist jetzt nicht so, dass da gleich Land unter ist. Und wenn ich mir dann anschaue, dass wir da teilweise von, ja, sind wir glaube ich am Anfang des Jahres von 24, 25 Euro runtergekommen, also massiv unter Druck.
Auch wenn wir uns zwischenzeitlich schon mal über 15 Euro bewegt haben, jetzt dann nochmal eine starke Abwärtsbewegung aufgrund von ja, Mitbewerbern, die dann auch mal gesagt haben, okay, ich brauche eine Kapitalerhöhung, wir brauchen frisches Kapital, wir haben da Probleme. Diese Probleme sehe ich aktuell bei der Deutschen Euroshop nicht, deswegen hier der Kauf. Und bis jetzt, jetzt stehen wir glaube ich bei 11,06 Euro, hat sich doch der Kurs schon in die richtige Richtung bewegt. Warten wir noch ab. Und irgendwann werde ich einen Stop-Loss entsprechend setzen. Wenn es dann tatsächlich noch mal ein bisschen nach unten gehen wird, werde ich ausgestoppt. Habe zwar immer noch auf meine Ursprungsposition unter Umständen dann noch einen Verlust, aber bei weitem nicht mehr so einen starken Verlust, wie ich es denn in den letzten 2 Jahren da mitgeschleppt habe. Gut, das soll es gewesen sein von der Deutschen Euroshop. Ansonsten Dividenden und Co., das kennt man ja alles. Machen wir da einen Haken drunter. So, Performance September war ziemlich mau, minus 0,4%. Ja, nicht der ganz große Wurf, belassen wir es dabei. September, eigentlich immer ein schwieriger Börsenmonat, auch dieser September fällt da nicht aus der Reihe. Berechnungen sind ziemlich uninteressant, also wir sehen, da ist schon vieles wieder ein bisschen ins Minus gegangen, auch wieder hier meine Goldposition, aber von hohem Niveau, Gold immer noch der Top-Performer dieses Jahr, gibt es gar keine Probleme. Und tatsächlich, auch wenn es da mal hier wieder ein bisschen stärker nach unten geht, da habe ich wieder einen kleinen Vorteil. Ich habe tatsächlich hier wieder die Indizes zumindest auf Monatsbasis geschlagen. Hier habe ich nur ein Minus von 0,28% zum Stichtag 30.09. Der DAX war schlechter, der Dow Jones minimal schlechter und der S&P hat sogar noch ein gutes Stück mehr Federn gelassen. Also das sah zwischenzeitlich auch noch viel dramatischer aus. Gerade hier, ja, das war so die dritte Septemberwoche und dann hat sich doch wieder relativ stark erholt. Ja, Volatilität, immer noch kein großes Thema bei mir im Portfolio, da schwankt nicht wirklich viel, 2,51%, also da kann man wirklich sehr ruhig schlafen. Die anderen Indizes, die ja, sind alle über 6-7%, also das ist eine gute Sache, das habe ich mir auch so ja, ausgeträumt. Allerdings auf der anderen Seite die Rendite-Dynamik nach oben ist eben dann auch nicht so gegeben. Ich fahre jetzt hier in dieser Phase immer noch mehr auf Sicherheit. Kapitalerhalt ist immer noch das A und O. Und dann schauen wir mal, wenn es denn wirklich noch einmal krachen sollte. Und dann mal schauen, ob wir dann unten raus nochmal ein bisschen Gas geben und ein bisschen die Cashquote dann noch abbauen. Das wird sich aber zeigen. So. Ja, ansonsten, ja, Gewinner hüben, Verlierer drüben. Alles nicht so besonders. Deutsche Euroshop, wo habe ich sie denn gerade jetzt hier in der Aufstellung? Ja, also die ist, sieht man jetzt natürlich durch den Zukauf. 10,62 Euro haben wir zum 30.09. jetzt gehabt. Da ging es dann schon ordentlich nach oben. Kann man gerade noch mal hier schauen. Sehe ich das gerade hier zufällig? Nee, sehe ich jetzt nicht. Ja, ursprünglich waren es wie gesagt 33 Stück. Ich glaube, die habe ich damals für 28 Euro um den Dreh gekauft. Ah, hier sehe ich es doch. Ja, 29,36 sogar, ne? Also haben wir da tatsächlich ja, eine Drittelung beim Kurs gesehen. Deswegen habe ich jetzt hier unten gekauft. Und das ist wirklich so der schlechteste Wert. So eine extrem, selbst wenn ich jetzt in den März hineinschaue, so schlechte Werte hatte ich, nee, nicht mal am Höhepunkt der Corona-Krise. Und ich bin jetzt, wie gesagt, aufgrund des Weihnachtsgeschäfts frohen Mutes. Bisschen Risiko hast du natürlich auch, soll es tatsächlich nochmal punktuelle Lockdowns geben und genau da, wo diese 12 Shopping-Center der Deutschen Euroshop stehen, dann wäre es natürlich ein bisschen unsexy, ganz klar. Dann könnte es natürlich auch nach hinten losgehen. Ja, ihr seht es auf dem Kanal, wie es denn weitergeht. Ja, Sixt habe ich wie gesagt verkauft mit Plus. British American Tobacco hat sich auch wieder gut erholt. Die waren ja auch zwischenzeitlich gar nicht mehr so toll dabei. Kann man soweit einen Haken drunter machen. Auf Jahressicht gehen wir nicht wirklich näher drauf ein, das schauen wir uns dann Ende des Jahres an. Aber die positiven Geschichten, auch wenn es immer noch nach wie vor ruppig an den Börsen zugeht, der September war jetzt ein guter Monat. Ja, hier sehen wir es, ne? Der Vergleich 2018, 2019 und 2020. 2020 läuft da ordentlich aus der Reihe. Wir haben im Monat September 175,39 Euro. An Dividenden und Zinsen eingestrichen, komisches Deutsch. Zum einen haben ausgeschüttet die Amgen 6 Euro, Bondora, na nicht ganz 12, DEC Asset, großer Batzen 55 Euro, Estate Guru, da gab es 28 Euro, Honeywell 1,82 Euro,
Der Invesco ETF 8,73 Euro, die KPS 8,38 Euro, trotz Dividendenkürzung, tut natürlich weh, aber immer ein Lebenszeichen von denen. McDonald's 1,95 Euro, Microsoft mit 84 Cent, Mintos 18,59 Euro, die Shell mit 12,89 Euro. Wir haben Twino mit 16,55 Euro, Unilever 2,69 Euro, United Health Group 1,15 Euro. Ja, und das war es dann auch für den September. Und wenn man sich da mal so die einzelnen Werte im Vergleich anschaut, ja, wo haben wir es denn ganz toll? McDonald's letztes Jahr noch 10 Cent, jetzt schon 1,95 Euro, dann sieht man eben jetzt, da ist schon richtig was los. Microsoft letztes Jahr 6 Cent, jetzt sind es 84. Das sind schöne Steigerungsraten, natürlich im ersten Jahr deutlich stärker wie dann im dritten, vierten, fünften Jahr. Weil wenn du eben gerade mal 50 Euro in so einem Sparplan drin hast, oder in so einem Depotbestand hast, da kommt natürlich an Dividenden nichts rüber. Wir haben fleißig zugelegt, wo wir denn konnten. Und deswegen haben wir da schöne Steigerungen hinbekommen. Also der August, September, positive Bilanz. Auch der Juli war okay, nachdem der Mai leider nicht so schön war. Und jetzt können wir uns auch mal die Quartalsübersicht anschauen. Was Q2 nicht gut gemacht hat, hat Q3 jetzt tatsächlich nochmal halbwegs wettgemacht. Jetzt hoffe ich natürlich auf ein gutes Quartal 4. Auch da nochmal steigende Zinsen, Dividenden. Ich warte noch auf einige Werte, die eben in Q2 ausgezahlt hätten. KPS hat das jetzt ja auch erst gemacht. Die wären normalerweise im Februar, März dran gewesen. DEC Asset wäre normal ein Titel für den Juni gewesen. Also das sieht man eben, hat sich doch ziemlich was aufgrund von Corona verschoben. Und jetzt schauen wir mal, wie es da weitergeht. Jahresübersicht, da habe ich noch ein bisschen was einzuspielen. Letztes Jahr standen wir da bei 1588 Euro. Stand jetzt 1219. Trades ist uninteressant. Ja, gehen wir noch einmal hier auf den Startbildschirm. Viel Positives gibt es ansonsten nicht zu sehen. Das soll es auch gewesen sein. Will das Video nicht länger in die Länge ziehen. Wortspiel, länger in die Länge ziehen. Vergessen was, bevor ich jetzt noch mehr Blödsinn labere. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffentlich wieder. Bis dahin. Bye bye. Alles Gute.